Hallo und herzlich willkommen. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, wo wir das Auto geöffnet haben und müssen ja jetzt jemanden suchen, der uns fahren kann. Aber wir haben ein Vehikel, das ist schon mal die andere Sache. Und ach ja, wir können ja den Wäschelift nicht mehr nutzen. Wir müssen jetzt für jedes Mal auf- und abfahren, einfach, also... Oh, da steht Dr. Marcells Chauffeur. Ach ja. Hallo? Wir mussten ja erstmal ihn weglocken, stimmt ja, da war ja was. Ach, deswegen, weil ich ja... Ich habe ein bisschen Krach gemacht, deswegen war er dann weg. So, jetzt können wir auch erst nach oben. Wir müssen halt den Alumann müssen wir holen und wir müssen den Schlüsselmeister holen. Quasi. Damit wir auf jeden Fall, ja, hier rauskommen. Und wahrscheinlich wird das jetzt hier vorab mein letzter Part, vielleicht sogar, also mein vorletzter Part, vielleicht sogar mein letzter Part. Aber das ist noch nicht sicher. Und wieso bin ich eigentlich jetzt gerade am Schlüsselmeister folge, dann naja, egal. Wo guckst du eigentlich hin? Was ist da an der Decke? Ich will's sehen. Zeig mal. Hey du, zeig mal. Ich habe einen Lieferwagen gefunden. Hast du das? Gut. Meine Hoffnungen in dich waren also nicht vollends vergeudet. Er steht in der Garage im Fuhrpark. Geh schon mal vor. Wir treffen uns da. So. Ich mach schon mal Alarm, damit ich gleich einfach durchwatschen kann. Ob das so geht, ist eine andere Frage. Aber müsste ja. Oh, guck. Yippie, da kommt der. So, das wissen wir alles schon. Was? Warum ich das jetzt gemacht habe, natürlich wegen den Alumann. Ich weiß auch nicht, ob er vielleicht einen Counter hat, wie viele Bildschirme dazwischen sind, weil wenn ja, dann wird das ein bisschen schwierig in dem Fall. Hallo Alu, Alter. Geh mal noch am Haus. Ich habe den Generalschlüssel. Nicht zu... Was? Wir besorgen uns ein Vehikel. Die Idee, die muss halt... Sag mir Bescheid, wenn... Ach so, okay. Okay, okay. Da heißt das, dass wir jetzt vielleicht doch nicht mehr rauskommen. Und ich das nochmal machen muss mit der Kaugummikugel. Kann das angehen? Nö, okay. Wäre auch zu creepy gewesen, wenn wir das gemacht hätten müssen. Gemacht hätten müssen? Gemacht haben müssen. Da bist du hier schon. Ja, da bin ich. Einen tollen Schlitten hast du hier gekapert. Nicht nur, dass ein Hinterrad fehlt, der Motor springt nicht an. Ich glaube, es ist die Elektrik. Aber ich bin kein Fachmann. Und jetzt? Tja. Ich nutze meine Freunde nicht aus. Da bin ich wieder. Was unternehme ich wegen des fehlenden Hinterreifens? Ich bin ganz zuversichtlich, dass du einen Ersatzreifen hast. Ich mach mich... Das... Okay. Ich habe eine Vermutung, Leute. Vorsichtig bin, dann schaffe ich es vielleicht, ohne die Alarmanlage auszulösen. Aber ich muss die Alarmanlage auslösen, daher wir nochmal rein müssen. Was machen wir denn jetzt?
versuch was anderes. Das ist nicht destruktiv genug. Was? Nein, versuch was... Was? Nein, versuch was anderes. Was? Messer? Oh oh. Okay, das ging. Keine Ahnung, wo jetzt ich das gerne, aber glaube ich gar nicht. So, ich komme nämlich zum Alumann wieder. Damit wir... Oh Gott, das ist hin und her, ne? Es ist so ein Krampf. Da kommen wir auch gleich noch rein, also keine Sorge. Ab zum Alumann. Hey, hey. Auf jeden Fall wird es kein neuer Rekord. Also ich habe diesmal länger gebraucht, definitiv. Hallo, Alu. Immer noch. Wir haben ein Fluchtfahrzeug, aber wir brauchen deine Hilfe. Ja, der Alumann rettet wieder mal den Tag. Wie kann ich behilfen? Der Motor springt nicht an. Es ist die Zündung. Und da du dich doch mit Elektrizität auskennst, dachte ich... Schon gut, schon gut. Wo sagtest du, steht euer Wagen? In der offenen Garage im Fuhrpark an der Hintertür. Okido. Dann werde ich mir die Sache mal angucken. Okay, vergesst, was ich in einem der Parts gesagt habe, von wegen G-Animationen zu V gewesen. Er hat eine gezeichnet. So, damit wir wieder rauskommen. Bin ich gerade irgendwie durch die vorderen Gitterbereich gegangen? Ich glaube schon, oder? Ich muss mir das gleich nochmal angucken. So. Benutzen. Klong. Der Igitt, eine Alarmanlage, bla. So. Den Kladderadatsch, den wir schon haben, den überspringe ich ganz klar, Leute, weil... Warum soll ich euch den zehnmal anhören lassen, so ein Motto, ne? Ich glaube, einmal reicht ja auch völlig, ne? So, jetzt gucken wir mal. Da! Seht ihr das? Ich laufe vor dem Gitter. Ich platziere mich mal direkt hier. Guck mal, ich bin vor, hinter, im Gitter. Mach das mal nach. Und jetzt bin ich zwischen den Gittern. Also, ich glaube hier so, ab einer bestimmten Höhe ist so die Grafikgrenze. Ja, so, naja, nur war nicht perfekt, ne? Or not? So. Er war kurz hier. Er hat auch schon einen Blick unter die Motorhaube geworfen. Dann hat er kurz geweint und ist wieder gegangen. Ich glaube, jetzt sitzt er auf der Veranda und meditiert. Och Leute, dafür habe ich echt keine Zeit. Veranda, wo soll nur wer? Egal, wir gehen mal hier rein jetzt. Er sieht beschäftigt aus. Das weißt du nicht mit Sicherheit. Hm, ich frag mal. Bist du beschäftigt, Koch? Siehst du? Sicher ist sicher. Ich überprüfe mal was. Ah ja, hier ist einer meiner eigenen seltenen Auftritte im Spiel. Und zwar habe ich tatsächlich die Rolle des Kochs gesprochen. Beziehungsweise, ja, gesprochen kann man kaum sagen, weil er sagte kein Wort. Er macht nur Grumpflaut. Aber das habe ich selber gemacht. Und ich habe versucht, sehr viel charakterliche Tiefe einzustreuen. Also, ich weiß gar nicht, wie habe ich das gemacht? Ja. Und ich, ehrlich gesagt, habe ich mich immer so ein bisschen so gesehen, wie ein Popeye mit Kochmütze. Na gut. Also, verstehe ich. Dann reden wir nochmal mit ihm. Er sieht beschäftigt aus. Bist du beschäftigt, Koch? Siehst du? Sicher. So. Auf jeden Fall können wir... Da.
für das Essen in die Küche dran. Das könnte klappen. Der Koch guckt gerade nicht. Die gute alte... Die Umsetzung von dem Essenschlachträtsel ist ehrlich gesagt nicht besonders gut gelungen, aber die ganze Situation ist so sympathisch, dass es mir, glaube ich, insgesamt wenig übel genommen wurde. Die Idee ist einfach gut, irgendwie mit, indem man den Irren auf dem Menüplan halt unterschiedliches Essen zuweist, schließlich eine Kettenreaktion auslösen kann. Ich weiß nicht, ob viele Leute überhaupt das Rätsel so verstanden haben oder nicht einfach nur ausprobiert haben, aber das war die Idee dahinter. Also, wer das Rätsel noch lösen möchte, hört jetzt weg für die anderen. Die Idee dahinter ist tatsächlich, dass wenn Professor Nock sich über das Hähnchen beugt, weil er das halt irgendwie nur direkt mit den Fingern isst, und man die Kartoffel dem Bienenmann gibt und ihm die Gabel in den Fuß rammt, dann fliegt die Kartoffel über den Kopf von Professor Nock hinweg und trifft Adrian am Helm, der sich dann darüber ärgert. Absurd. Und guck mal, wie lustig deprimiert Peter guckt und wie glücklich Petra ist. Das ist doch wirklich was fürs Herz. Okay, ich habe jetzt nicht wirklich hingehört. Ich habe mir die Stöpsel rausgezogen. Ihr wisst es schon, ich weiß es nicht. Ich werde jetzt einfach mal weiter herum experimentieren. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich irgendwas noch machen muss. Mit diesen Plänen. Drei kriegt der Bienen. Aber das Hähnchen, das sieht mir schon relativ böse aus bei Professor Nock. Mock. Wie ist mir denn mit... Dann kriegt der das, dann kriegt Hudi und Mudi kriegen Brei. Und komm, kriegt Adrian Getreide. So. Sieht doch eins. Jetzt will ich mal wissen, ob die richtig ausrasten, weil sie nicht das haben, was sie eigentlich essen. Weil sie nicht das bekommen, was sie eigentlich essen wollen. Was mir aufgefallen ist, der Ketchup-Fleck ist weg. Ja. Ich kann ja mal... Ah, wir haben doch so einen spitzen Zahnstocher. Fuß. Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Nicht? Für ein kleineres Objekt? Bevor ich anfange, für Unruhe... Nee, also von der Größe an liegt es nicht. Vielleicht soll es noch der so sein. Ich finde es eigentlich so ganz in Ordnung. So kann es eigentlich von mir aus bleiben. Das könnte klappen. Der Koch guckt. Bevor ich anfange. Okay, heißt das bringt uns allgemein nicht. Schade. Aber Veranda, was meint der denn mit Veranda? Warte, können wir irgendwie... Achso, wir können ums Haus gehen, alles klar. Vielleicht hätte ich das mal als erstes ausprobieren sollen. Hey, Alu! Ah, Edna, wie schön, dich zu sehen. Ich mochte immer die Itemreaktionen auf die Vogeltränke, weil Harvey immer Störche fangen will und Edna versucht, es ihm auszureden. Ich fand das irgendwie niedlich, die Vorstellung, dass Harvey endlich einen Storch fängt. Man würde es ihm schon irgendwie gönnen, auch wenn Störche selten sind, aber es hat ja niemand gesagt, dass es einfach wird. Was ist? Warum bist du nicht beim Auto? Ich war kurz da und hab mir die Sache angesehen. Die Batterie ist hinüber. Und du kannst gar nichts machen? Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, ich bin in der Lage, die Batterie wieder aufzuladen.
Super! Was genau hast du vor? Ich werde sie mit positiver Energie auftanken. Ach so. Positive Energie also. Ah ja. Du musst Zuversicht haben. Wie soll ich ohne Zuversicht die nötige positive Energie ansammeln? Gibt es denn keinen anderen Weg? Positive Energie oder hierbleiben. Ich habe gehört, in der Garage gibt es Gratis-Quiche. Netter Versuch, aber ich ernähre mich ausschließlich und um... Ja, okay, das wird mir... Schönes Plätzchen hast du dir da ausgesucht. Ja, es gibt... Warum nicht? Der Zen-Garten versorgt mich mit kosmischer Energie. Aber heute klappt es nicht so gut. Die Steine schwingen nicht im Einklang mit mir. Kann ich irgendwie helfen? Wenn du es schaffst, dass die Steine mit mir im Einklang schwingen... Dann kann ich mich auf jeden Fall schneller mit positivem Chi aufladen. Was auch immer das heißt. Ich gehe dann schon. Bis später. Oh Gott. Keinen Bitte, okay. Okay. Okay, Leute, das ist mir jetzt ein bisschen zu hoch. Vögel meiden Dr. Marcells Anwesen. Okay, dann komme ich lieber her, bevor noch gelacht wird. Ja, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht merkt, ich habe mir größte Mühe gegeben, dass die Innenräume der Anstalt logisch zusammenhängen und dass man entsprechend auch von außen erkennen kann, welcher Raum hinter welchem Fenster zu sehen ist. Nicht in jedem Fall gelungen. Aber, also ganz von den Proportionen, aber die Fensteranzahl zumindest stimmt. So ist zum Beispiel im zweiten Stock im Turm, ja, Alfreds Altarzimmer zu erkennen, der rote Lichtschein und so weiter und so fort. Weniger Mühe habe ich mir offenbar mit den Wolken gegeben und natürlich mit der Limousinenanimation. Ganz interessant finde ich, wie ich hier in diesem Screen das Gras gemacht habe. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich einen Texturpinsel verwendet habe. Ich habe diese Option einfach gefunden bei Photoshop und dachte, das ist ja geil. Und das fällt zwar auf dem Rahmen, aber auch nur, wenn man sich über irgendwas wundert. Aber ich glaube, in dieser Phase des Spiels ist man da schon drüber weg. Ich habe einfach mal was ausprobiert. Ah, für die Tür zum Wachturm hatte ich eigentlich nochmal ein Rätsel konzipiert, das ich schließlich weggelassen habe. Weil die Hotspots einfach unmöglich waren, es war viel zu klein. Aber tatsächlich konnte man das Kaugummi von Roti oder Moti zerkauen lassen. Also das Kaugummi, mit dem man die Autoalarmanlage auslöst. Und dann sollte man das hier ins Türschloss kleben, damit die Tür offen bleibt, nachdem einem der Wächter halt immer wieder rausscheucht. Das habe ich schließlich weggelassen. Schade eigentlich, die Idee war gut. Und ich glaube, jetzt ist das die Tatsache, dass man das Kaugummi aufnehmen kann, vollkommen sinnlos. Außer natürlich, dass man es überall rückwirkend wieder hinkleben kann. Tja, bescheuert.
Mhm. Gut zu wissen. Wer ist da? Na warte! Dich krieg ich! Hey! Wo bist du hin? Oh nein, er kommt. Hey, wie bist du an mir vorbeigekommen? Spiel da nicht dran rum, sonst gibt's Ärger. Marsch, zurück zu den anderen und lass dich hier nicht wieder blicken. So, muss ich aber nochmal, weil ich habe vergessen, die Entwicklerkommentare zu laufen zu lassen. Ja, dieser Screen war interessant zu scripten. Erstmal in der Treppenanimation, dann weil halt ein Nebencharakter eben die ganze Treppe an ihr vorbei runterlaufen können musste und man kann sich halt irgendwo verstecken und dann muss er sie finden können und so weiter. Diese Spezialanimation von Edna, wie sie sich im Schrank versteckt, die halt nur aus einem einzigen Frame besteht, also sie kann auch hinter die Treppe laufen und außerdem die Treppe hoch, da waren ganz schön viele Tücken in diesem Screen. Ich habe aber trotzdem viele nette Erinnerungen daran. Also erstmal das fröhliche Hihi, wenn sich Edna in dem Schrank versteckt. War für mich immer so der Inbegriff von Grundfröhlichkeit, wenn sie in brenzligen Situationen ist, dass sie trotzdem halt mit der Situation spielt. Außerdem ist in diesem Screen natürlich meine Lieblingsreaktion mit dem Captain Unbrauchbar Comic, und zwar bei den Altölfässern. In diesem Bild sieht man, wie Captain Unbrauchbar sein Altöl ins Meer schüttet. Wahrscheinlich hat er nicht bemerkt, dass er dabei gezeichnet wird oder so ähnlich. Schön. In diesem Bild schüttet Captain Unbrauchbar sein Altöl ins Meer. Er hat anscheinend nicht gemerkt, dass er dabei gezeichnet wird. Keine? Wer ist da? Na warte, dich krieg ich! Der spinnt. Da müssen wir nochmal hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das nur für zwei Entwicklerkommentare. Hey, wo bist du hin? Aber ich glaube, es gibt auch viele nützliche Sachen. Ja, eigentlich steht man, sobald man diesen Raum betritt, ja unter großem Zeitdruck. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ihr jetzt auf den Entwicklerkommentar-Knopf gedrückt habt. Ihr habt wahrscheinlich keine Angst, dass der Wächter in der Zwischenzeit, während ich jetzt rede hier, die Treppe hochkommt und euch wieder vor die Tür setzt. Nein, nein, ihr drückt erstmal auf diesen Knopf. Genau auf diese Weise sind auch die Kommentare zu dem grünen Knopf unter anderem entstanden. Selbst in diesem Raum, in dem man ja wirklich eigentlich nicht viel machen soll, außer das Kabel durchzutrennen. Oh, jetzt habe ich es verraten. Und den grünen Knopf zu drücken. selbst hier habe ich halt noch alle Item-Reaktionen geschrieben. Und total widersinnigerweise bin ich mit dem Schreiben der Reaktion immer wütender auf den potenziellen Spieler geworden, der halt überhaupt diesen Quatsch ausprobiert. Und hab halt angefangen rumzumeckern und halt zu sagen, ja, warum probiert ihr das? Also durch die Blume natürlich so, auf Edna-Manier so. Ja, ja, lass dir Zeit. mach ruhig. Probier erstmal das mit dem Knopf aus, so nach dem Motto. Also, probiert es ruhig aus. Es ist lustig. Es treibt mich in den Wahnsinn, aber macht es ruhig. Macht es. Gute Idee, aber noch nicht. Noch ist das Tor nicht auf. Oh nein, er kommt. Hey, wie bist du am... Marsch, zurück zu den anderen. Und lass dich hier nicht wieder blicken. War das jetzt Zeitdruck? Egal. Wir gehen mal wieder zurück. Und ich würde sagen, wir beenden die Folge hier an der Stelle. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Service. Ich bin raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und haut rein. Ciao.